Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute Morgen haben wir schon im Rahmen des Setzpunktes über bildungspolitische und gesamtgesellschaftliche Auswirkungen der Corona-Krisenbewältigung diskutiert. Vor allem die Beschulung von zu Hause aus hat enorme Konsequenzen für die Familien, für die Kinder und Jugendlichen selbst am meisten. In Deutschland hängt der Bildungserfolg immer noch sehr stark vom sozialen Status der Eltern, ja sogar der Großeltern, ab. In kaum einem anderen OECD-Land ist die soziale Selektivität des Bildungssystems so groß wie in Deutschland. Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes gilt aber auch für das Bildungssystem, dessen Aufgabe es also ist, allen den gleichen Zugang zu Bildung und Qualifikation zu ermöglichen, gleiche Bildungschancen herzustellen und Ungleichheiten auszugleichen. Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Krise befinden sich eben solche sozialen Unterschiede wie unter einem Brennglas. Die Voraussetzungen des Homeschoolings werden die soziale Selektivität des Bildungssystems verschärfen und eben nicht beheben, wie es der vorliegende Gesetzentwurf der FDP suggeriert. Im Gegenteil, die Relevanz des Präsenzunterrichts und gut ausgebildeter Lehrkräfte wird uns gesamtgesellschaftlich aktuell vor Augen geführt. Seit Mitte März muss der Großteil der hessischen Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus unterrichtet werden. Auf absehbare Zeit wird es kein Zurück in einen Normalzustand geben. Die Landesregierung muss endlich konkrete Standards für das Homeschooling entwickeln, unabhängig von dem kleinen und dünnen Leitfaden, den man herausgegeben hat. Aktuell verlieren wir auf dem Weg eben tausend Kinder und Jugendliche, die keinen Zugang zu digitalen Angeboten haben und keine Unterstützung zu Hause bekommen. Es braucht neben konkreten pädagogischen Unterstützungsangeboten für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und diejenigen, die alleine eben nicht gut mit Unterrichtsinhalten zurechtkommen, auch eine Garantie für eine digitale Teilhabe für alle. Der im letzten Jahr beschlossene Digitalpakt kann genau dies eben nicht garantieren, aus welchem in Hessen auch noch fast nichts abgerufen wurde. Der Digitalpakt ermöglicht ja außerdem hauptsächlich Investitionen in Netze und größere Systeme in den Schulen und nur mit einigen Hürden die Beschaffung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler. Dieser Konstruktionsfehler führt jetzt dazu, dass Schulträger selbst die Endgeräte organisieren müssen, die sie ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen wollen. Und das können auch eben nicht alle Kommunen leisten. Eine Teilhabe am Unterricht darf nicht vom Engagement einzelner Schulleitungen oder von einzelnen Dezernenten abhängen. In Hessen gilt die Lernmittelfreiheit für Lernsoftware und Schulbücher, also muss sie auch für digitale Endgeräte gelten, ohne die eine Lernsoftware nicht nutzbar ist. Aufgrund mangelnder digitaler Ausstattung mussten schon einige Schulen auf eine Verschickung der Aufgaben per Post umstellen, um alle Schülerinnen und Schüler überhaupt aus der Ferne unterrichten zu können. Die Landesregierung trägt hier die Verantwortung, digitale Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern. Das beinhaltet nicht nur die Bereitstellung digitaler Endgeräte, zumindest für all jene, die sie benötigen, sondern auch den Zugang zum Internet. Und das hat auch nicht jeder Haushalt. Ohne guten Internetanschluss kann niemand an Online-Lernplattformen partizipieren. Ohne die Hilfe des Landes wird sich die soziale Ungleichheit weiter verschärfen, und tausende Schülerinnen und Schüler werden weiter in ihrem Recht auf Bildung aktuell beschnitten, weil sie nicht teilnehmen können am Unterricht, zumindest nicht so, wie das sein sollte. Die vom Bund beschlossenen Mittel wurden ja angesprochen, also die 150 € pro bedürftigem Schüler bzw. Schülerin können zwar ein Ansatzpunkt sein, aber diese Mittel sind viel zu gering bemessen. Davon kann sich niemand ein digitales Endgerät kaufen. Das Land könnte hier mit einem Eigenanteil schnellstmöglich auf einen angemessenen Betrag nachlegen. Am sinnvollsten wäre es aber, wenn man die Mittel erhöht, damit die Endgeräte bei den Schulen landen, welche diese dann weiter an die Schülerinnen und Schüler geben könnten, die sie benötigen. So kann man bürokratisches Antragsverfahren verhindern und die Frage nach Zuständigkeit der Wartung klären. Gleichzeitig muss die Landesregierung ihre eigenen Lehrkräfte endlich mit digitalen Geräten ausstatten, die sie benötigen, um aus der Ferne unterrichten zu können. Arbeitgeber sind aus gutem Grund dazu verpflichtet, ihren Angestellten alles zur Verfügung zu stellen, was diese benötigen, um ihre Arbeitsleistung zu tätigen. Das muss doch gerade für das Land Hessen gelten, auch um den Lehrerberuf aufzuwerten. Digitalisierung darf eben kein Selbstzweck sein. Vielmehr sind digitale Lernplattformen ein neues Medium, über welches Bildung vermittelt werden kann. Oft wurde hier schon vom Kultusminister das Primat der Pädagogik heraufbeschworen. Umsetzen sollen dies allerdings dann die Lehrer selbst. Unterstützung war bisher für die pädagogische Nutzung von Lernplattformen, neuen Tools und Programmen kaum vorhanden. Man kann aber die Digitalisierung der Bildung eben nicht auf die Lehrkräfte abwälzen, die in den letzten Jahren immer mehr aufgebürdet bekommen haben.
Das Kultusministerium muss pädagogische Konzepte erarbeiten und sie als Orientierung zur Verfügung stellen. Sie muss jetzt Fortbildungen für die Lehrkräfte anbieten, in denen vom Land hinsichtlich Datenschutz geprüfte Tools und Programme sowie ihr pädagogischer Einsatz im Homeschooling vorgestellt und vermittelt werden. Es braucht jetzt nachvollziehbare Standards für digitale Formen der Beschulung. Aktuell ist davon leider nichts zu sehen. Der Vorschlag der FDP, aber dies über eine solche Ergänzung im Schulgesetz zu machen, halte ich nicht für besonders zielführend. Das Schulgesetz regelt sehr, sehr grundlegende Inhalte des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags. In einer Reform des Schulgesetzes ist sicherlich über die Inhalte dieser Bestimmungen zu diskutieren. Aber die Nutzung digitaler Infrastruktur dort aufzunehmen, wie Sie das vorschlagen, erscheint mir nicht besonders hilfreich zu sein. Der politische Wille, das digitale Entwicklungsland Hessen im Schulbereich pädagogisch und infrastrukturell so aufzustellen, dass Bildung nicht länger sozial selektiv ist und alle an der digitalen Entwicklung teilhaben können, kann nur durch Druck von unten, also Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, erwirkt werden. Von alleine wird sich die Landesregierung hier nicht bewegen. Vielen Dank.